Kennzeichnen Sie dazu alle zu kopierenden Parameter als Favoriten. Über den Dialog Massenengineering kopieren Sie die Daten in die anderen Motorabzweige. Zum Schluss stellen Sie noch die Profinet-Verbindung zur S7-CPU her. Mit SIMO-Code ES im TIA-Portal können Sie Motorabzweige nicht nur einfach parametrieren und konfigurieren, SIMO-Code ES bietet Ihnen zudem noch weitere Möglichkeiten für einfache Inbetriebnahme und Diagnose Ihres Motorabzweigs über das TIA-Portal.